Moin Leute, ich bin's, Mitch Kann, und das ist der erste, hoffentlich von sehr vielen Vlogs. Ich starte diese Aufnahme jetzt am 7. März 2019 und ich möchte jetzt eine Reportage über mein Leben, über meine Fehler, über das, was gut läuft, über das, was schlecht läuft, über das, woran ich arbeite, allem, in allen Bereichen, sei es Mitch Kann, mein Weg, eine bessere Version von mir selber zu werden, ein besserer Unternehmer zu werden, aber auch Berichte über meine Agentur selber, was in der Marketingwelt gerade so abgeht, was ich hier gerade so tue. Ich werde das probieren, locker lustig aufzumachen, weil ich eigentlich so eine Person bin. Ich kann auch ernst sein, wenn es sein muss, wenn man über Business-Sachen redet, aber eigentlich bin ich ein Mensch, der relativ stark positiv gelaunt ist und mit einer starken Vergangenheit, einer durchwachsenen Vergangenheit aus verschiedenen Brennpunkten und jetzt hier in Lüneburg ansässig mit meiner kleinen Agentur wird es auch die eine oder andere Anekdote aus meinem Leben geben. Die ein oder anderen Leute werden auch vorgestellt, Freundeskreis, Businesskontakte, und vielleicht kann ich euch zeigen, dass auch wenn man klein anfängt, der Weg das Ziel ist und dass man einfach nicht aufgeben muss. Und mit Mitch Kann, der erste Termin, mit Mitch Kann ist es halt so, dass ich probiere, meinen Weg als Unternehmer, meinen Weg, eine bessere Version von mir selber zu werden, darzustellen. Und ich möchte euch damit zeigen, deswegen heißt es Mitch Kann, weil ich mir selber das eingeredet habe, dass ich es kann. Durch dieses wirklich Verinnerlichen, dass man sich das zutraut, schafft man so viel mehr, als man denkt. Und ich denke, das sollte jeder sollte sich das hinter die Ohren schreiben, dass das Einzige, was einen selber limitiert, ist der eigene Kopf. Jeder hat seine eigenen Grenzen, aber jeder hat auch seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, in denen er sich bewegen kann. Und dieses herauszufinden, ist, glaube ich, so das Größte und Wichtigste, was ein Mensch im Leben tun soll. Und da bin ich gerade auf diesem Weg. Und ich nehme euch auf diese Reise mit und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns. Peace. So, los geht's. Tasche ist gepackt, Ladekabel ist dabei, MacBook ist dabei, Notizblock ist dabei, alles am Start, Visitenkarten sind dabei, Meal Prep ist dabei, man will sich ja gut ernähren. So, ziemlich ermüdende Fahrt, aber währenddessen habe ich eineinhalb Stunden Hörbuch gehört. Nervös bin ich jetzt nicht. Bisschen aufgeregt. Bin gespannt, wer mir dann gleich gegenüber sitzt, weil die Person kenne ich noch gar nicht. Ich habe den Termin ja nicht mehr realisiert. Das war unser Vertrieb. Je nachdem, wie ich jetzt abliefer, je nachdem, wie ich die Person davon begeistern kann und überzeugen kann, dass effizientes Social Media Marketing das richtige Marketing-Tool für sie ist und dass man mit Social Media Marketing wirklich eine Marke und eine Brand aufbauen kann und eine Kundenbindung schafft, die sonst eigentlich so unmöglich ist heutzutage oder sehr schwer ist. Wenn ich das gewuppt kriege, freue ich mich in Keks. Aber und wenn nicht, dann ist es eine Erfahrung, aus der ich gelernt habe. Und auf jeden Fall werde ich mir noch Feedback von den Leuten holen, um zu wissen, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Drückt mir die Daumen. Ja Leute, der Termin ist durch. Eine Stunde, 10 Minuten ging's. Ging wie im Flug. War voll in meinem Element, ein gutes Gespräch, ich habe ein bisschen zu viel geredet. Ja, es sind so ein paar Fakten rausgekommen, dass das Unternehmen jetzt eigentlich aufgekauft wird und gar nicht sicher ist, ob der Marketingchef, mit dem ich mich gerade gesprochen habe, überhaupt noch bleibt. Aber er war begeistert und fand das gut, was ich vorgestellt habe, fand das auch toll und wird es auf jeden Fall jetzt weiter besprechen. Mal schauen, ob das was bringt. Er hat mir aber noch ein paar Tipps gegeben, weil ich gefragt habe. Denn Fragen kostet nichts, Leute. Immer Fragen. Kennt ihr noch jemanden? Wie würdet ihr an den und den herantreten? Hat er mir ein, zwei Kontakte gegeben und er hat mir Vorgehensweisen vorgeschlagen, die ich jetzt hier noch nicht preisgebe, weil ich es jetzt noch testen muss, ob sie funktionieren, wie ich eventuell an einen noch viel größeren Kunden komme. Ich bin müde. Das war ein bisschen viel. Und jetzt gibt's Meal Prep! So, insgesamt 3,5 Stunden Autofahrt, 3,5 Stunden Hörbuch gehört, jetzt habe ich es beendet von Dale Carnegie. Nachdem ich jetzt schon How to Win Friends, also wie man Freunde gewinnt, durchgeballert habe und wirklich exzessiv studiert habe, habe ich mir jetzt das Buch reingezogen. Ich bin auch richtig platt, jetzt merke ich gerade, von der Autofahrt, habe ich mir das Buch reingezogen. Sorge dich nicht lebe. Das ist richtig geil. Das gehört wieder in der Marketingwerft angekommen. Wir ziehen ja hier bald aus. Was viele noch gar nicht wissen. Denn wir sind
ja in den letzten Monaten von der Belegschaft gesund geschrumpft und werde jetzt ein bisschen kleiner. Da kann ich hier. Tun so, als ob die arbeiten. Naja, auf jeden Fall, Sorge dich nicht, lebe. Absolutes Must-Read für jeden, der auch nur ansatzweise mal in eine stressige Situation kommt. Und ich denke mal, jeder Mensch tut das. So, Sonntag. Welchen haben wir? Den 10.03.2018. 19. Puh, bin fertig. Ich habe jetzt 7 Tage durchgearbeitet. Wir ziehen gerade um mit der Marketingwerft, beziehungsweise renovieren gerade unseren zweiten Standort, den Copy Shop, unser Druckcenter. Und das, nimmt alle noch mal ganz schön viel Energie weg und Ressourcen. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier noch, das gehört ja zum Unternehmerdasein dazu, das ein oder andere hier noch klären. Und zwar muss ich jetzt noch 2, 3 Kundenaufträge durchplanen, die schon von meinem Team geschrieben wurden. Ich kümmere mich aber noch um das Budgetieren bzw. Bewerben der Beiträge und gehe noch mal so in den Feinschliff und gucke mir noch mal jeden Post einzeln an, um dann die beste Qualität rauszuholen. Das mache ich sonntags. Und wenn ich hier fertig bin, gehe ich wieder rüber zum Arbeiten. So. Ich hoffe, wir machen Steam gleich auf, weil es ein bisschen frisch ist es schon. Hell ist es auch. Danke, Gerd. Tag. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Hier ist jetzt sozusagen das Arbeitsbüro von Steven. Die 2 Kunden-PCs, das Druckgerät für uns selber. Hier werden dann die ganzen Leimbinderarbeiten klein, Kaltleimbindung, Heißleimbindung, Ringbindung, Klemme, dann noch ein Mitarbeiter-PC, Abholfach. Und oben ist dann die T-Shirt-Presse, der Plotter, PC dazu, Tastenpresse, der Sublimationsdrucker und die Transferdrucke machen wir sowieso alle über die Geräteten. Und hier entsteht dann die Marketingwerft. Das wird unser Großraumbüro. 6 Arbeitsplätze mindestens. Hier haben wir neue Wand gezogen, neue Tür gemacht, neue Wand gezogen, alles gemalt, alles gestrichen. Hier wird so ein kleines Abstellraum, Abstellkammer. Und hier ist dann noch die Großproduktion für alle Geschäftskunden oder Leute, die Plakate, Poster und sowas brauchen, mit Schneidemaschine natürlich auch noch dazu. Die jetzt aber noch ein bisschen zugemüllt. Dienstag, 12.03. Erster Kundentermin. Aber ich bin mal wieder spät dran, weil ich gerade zu lange überzogen habe mit der Rede für die Mitarbeiter, für meine Jungs in der Marketingwerft. Heute sind wir nur Jungs. Jetzt so schnell in den Copyshop, wie immer nochmal die Printerzeugnisse holen, weil es ist, man darf das nicht unterschätzen. Social Media Marketing ist zwar echt eine Wucht, aber haptisch, was in der Hand zu haben, ist auch immer Gold wert. Steh vor verschlossener Tür. Aufmachen, Herr Gerd. Guten Morgen, Herr Gerd. Ab ins Auto. Los geht's. So ein bisschen Zeitdruck ist doch was Feines. Lately I've been going out my mind for the shit. Lately I've been going out my mind. Lately I've been thinking that I might be going crazy. Lately I've been praying up to God what to save me. I don't really understand this why these people hate me. I just put my feelings on these pages for them daddy. Lately I just had me down my fucking like I'm Brady. Lately all my friends they've been out here acting shady. Lately got no info. So, Termin ist durch. Richtig coole Typen. Ich schmeiß mich mal jetzt einfach hier auf die Matratze. Oh, ich bin beim Schlafduett in Adendorf. Und ich glaube, hier bleibe ich erstmal. So, Termin ist durch. Hat man ja auch gerade gesehen. Ey, was für coole Typen. Also, ich habe selten solche tiefen, entspannten Menschen gesehen. Und das liegt daran, weil die einfach die besten Betten verkaufen. Ich lag da gerade drauf. Also, ich meine, ich dachte, ich habe eine gute Matratze. Bullshit, das ist geiler Scheiß. Ohne Witz, macht richtig Spaß. Ob das ein Kunde wird oder nicht, ist jetzt noch nicht sicher. Aber das Gespräch lief sehr, sehr gut. Ich sollte vielleicht nicht vloggen und rückwärts fahren. Lief sehr, sehr gut. Nur, was heißt hier nur? Es lief einfach sehr, sehr gut. Ich bin gerade nur ein bisschen baff von der ganzen Geschichte. Also so entspannt wie die waren. Ich werde jetzt, also wenn wir für sie das Social Media Marketing machen werden, dann werde ich noch mal eine Story über die machen, hundertprozentig, weil ich glaube, wenn alle Stücke reißen, werde ich auch Betten und Matratzenverkäufer. Gerade solche hochwertigen Sachen. Die Typen sind ja so locker drauf gewesen. Okay, genug geschleimt. Ich schleim auch gar nicht. Ach, ich laufe meinen Job. Peace, Leute.
Leute, jetzt geht's mal in die andere Richtung und zwar. Habe ich da einen blauen Fleck oder ist das ein Lens Flare? Ich glaube, es ist ein Fleck. Nein! Und auf dem Weg zum nächsten Kunden muss ich mir jetzt was zu essen holen. Und heute wird es halt Döner, aber wahrscheinlich Low Carb. Nur Salat und Fleisch. So, Döner geht immer. Döner geht immer. Immer. Der Döner geht immer. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, ne? Vom Kundentermin sollten da keine Zwiebeln mit drin sein. Ja, keine Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln, aber leider nein. Und auch kein Tzatziki, ne? Zajik darf auch nicht mit dabei sein. Weil sonst kriegen die auch 20 Kaugummis. Nix. Und da ich ja so ein bisschen achte darauf, dass ich tagsüber oder probiere jede Mahlzeit Low Carb zu machen, damit ich am Wochenende meine Pizza bestellen kann. Oder auch mal donnerstags. ja, passe ich da ein bisschen auf. Laufe eigentlich nur auf Fetten, Eiweißen und Ballaststoffen, das heißt Gemüse. Ja, alles geht gut. Intervallfasten, ne? 16 Stunden nichts essen, kann ich auch nur empfehlen. 4 Stunden vorm Schlafen gehen, 4 Stunden nach dem Aufstehen, wenn man 8 Stunden schläft. Ich schlafe eher 6, dann sind es halt 6 Stunden. Naja, ich bin gleich schon da. Und das ist echt mal ein entspannter Weg, ne? Also in Lüneburg Geschäftstermine. Gut für die Verdauung und vor allem sind sie auch gut, um mal ein bisschen nachzudenken. Deswegen werde ich jetzt, ja, das ist schon, nichts mit nachdenken. Mal schauen, ob ich drinnen filmen darf, werden wir gleich sehen. Hier könnte man direkt einen Podcast eigentlich abdrehen. Direkt bei Bilotech. In the house. Lief ganz gut. Der Bilo von Bilotech ist einfach ein richtig klasse Unternehmer. Ich glaube, ich habe das schon mal bei mir in der Story erwähnt. Also echt Hammertyp. Hammertyp, richtig geiler Unternehmer. Wenn er nicht so kamerascheu wäre, hätte ich auch ein bisschen was aufgenommen. Bilotech, die Location für Handy-Reparaturen, Smartphone-Reparaturen und. Ich merke, ich bin wieder ein bisschen hier gelaunt.